Fred Stein, Dresden, Paris, New York. So heißt die monographische Ausstellung des Fotografen im Sprengel-Museum. Willy Brandt, Marlene Dietrich oder Albert Einstein. Mit seinen Porträts wurde der gebürtige Dresdner zu einem der bekanntesten Fotografen. Im Zuge einer Kooperation im Rahmen der Hannah-Arendt-Tage wird auch auf die zahlreichen Fotografien der politischen Theoretikerin verwiesen. Ja, Fred Stein und Hannah Arendt hatten ja ein gemeinsames Schicksal. Sie mussten Deutschland verlassen, weil sie verfolgt wurden. Und Fred Stein hat ganz viele Fotografien von Hannah Arendt gemacht. Also zum Beispiel das Titelbild unseres Flyers ist auch von Fred Stein. Die beiden kannten sich gut und es gibt halt sehr viele Bilder, die Fred Stein gemacht hat und von Hannah Arendt. Und dadurch kann man natürlich auch das Leben von Hannah Arendt sehr schön durch die Bilder von Fred Stein dokumentieren. Und zeigen. 1933 musste Stein als Sohn eines Rabbiners fliehen und lebte anschließend in Frankreich und später in den USA. Neben seinen Porträts suchte er auf den Straßen dabei immer nach spontanen und einzigartigen Motiven. Mit den Fotos, die mein Vater machte, seine Straßenfotografie, aber auch seine Porträts, damit hielt er den Moment fest. Er stellte seine Kamera einfach irgendwo ab, wo er es passend fand und schoss schnell ein Foto. Und für ihn war es dieser eine Moment, der etwas ausgesagt hat und dem Betrachter etwas mitteilen sollte. Seine Fotografien sind geprägt von seinen Erfahrungen im Exil, die Entdeckung neuer Städte, Staatenlosigkeit und Flucht. Ab den 50er Jahren lag sein Fokus dann auf der Porträtfotografie. Er nannte sich immer Kopfjäger. Es war fast wie eine Sammlung. Und er war immer sehr glücklich, wenn er mit einem Porträt von einer Person nach Hause kam, die er bewunderte und respektierte. Er war sehr begeistert, wenn er ein Porträt von Willy Brandt oder so hatte. Geprägt von seinem Vater ist Peter Stein heute US-amerikanischer Kameramann und widmet sein Leben dem Film. Bis heute erinnert er sich an die wichtigsten Dinge, die sein Vater ihm in Bezug auf die Kamera beigebracht hat. Als ich klein war, hat mich mein Vater oft mitgenommen und wir sind herumgegangen und er hat mir dabei das Fotografieren beigebracht. Er kaufte mir Bücher über Kunst und erklärte mir alles Wichtige über Komposition und Licht. Er brachte mir, wie soll ich es am besten formulieren, guten Geschmack bei. Was ist gut und was ist nicht so gut oder komisch. Die Ausstellung mit seinen Porträt- und Straßenfotografien ist noch bis zum 26. Januar im Sprengel-Museum zu sehen.